Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Das erste monatliche Update zum Starterdepot. Wir haben hier jetzt die 20 Sparpläne festgezurrt mit den ganzen Abstimmungen, die wir gemacht haben. War eine tolle Sache. Und jetzt geht es einfach darum, dabei zu bleiben, damit wir dann wirklich von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren können. Deshalb habe ich jetzt gedacht, wir machen ein monatliches Update des Starterdepots. Das heißt, was ist passiert? Insbesondere dann interessant, wenn es mal so richtig abwärts geht. Mit einzelnen Aktien kann es immer mal passieren. Das werden wir auch gleich sehen, dass zwei Aktien im letzten Monat relativ schlecht gelaufen sind. Das waren McDonald's und Texas Instruments. Habe ich dann auch für Nachkäufe genutzt. Und dann würde ich einfach sagen, fangen wir mal an. Also was ihr hier seht, das ist das Starterdepot, aufgeteilt nach den Branchen. Und bevor ich es vergesse, mein Name ist Thorsten Tietz. Ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ums Investieren in Aktien, ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Dann hier dahinter Risikohinweis: Mit Aktien kannst du Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel, ich gebe keine Kaufempfehlung ab. So, jetzt aber wieder zurück zum Starterdepot. Einige von euch haben das ja nachgebaut und andere haben sich inspirieren lassen und einige Positionen übernommen und andere eben nicht. Und jetzt haben wir das Anfang November. Das heißt, wir haben hier das Update zum Oktober. Und hier siehst du, was mit dem Portfolio im Prinzip passiert ist, also was so die Veränderungen gewesen sind. Weil wir in der Anfangsphase des Depots uns noch befinden, haben wir jetzt eine relativ große Veränderung des Marktwerts. Das heißt, zum Anfang Oktober hatten wir einen Marktwert von 1.100 Euro. So viel waren die Wertpapiere wert. Und jetzt sind es 1713 Euro. Vielleicht nochmal, ich tue als kleiner Hinweis, ich messe den Zeitraum vom 2. des Monats bis zum 2. des nächsten Monats, nicht vom 1. bis zum 30., wie ich es bisher gemacht habe, weil ich möchte hier so nah wie möglich, wenn ihr das seht, möchte ich, dass es so nah wie möglich am aktuellen Stand, also am heutigen Stand ist. Und ich möchte die letzten Käufe noch drin haben. Das heißt, die Sparplanausführung passiert ja immer zum 1. eines Monats. Und wenn ich es vom 1. bis zum 30. gemacht hätte und ihr würdet dann am 3., 4. des Folgemonats das Video sehen, dann würde dann nicht mehr die letzten 20 Käufe quasi, also die letzte Sparplanrate für jede Position würde dann noch fehlen. Das wollte ich nicht. Deshalb werde ich das hier quasi immer aus bis zum 2. vom 2. bis zum 2. eines Monats. Das heißt, ihr seid auch ziemlich nah dran am aktuellen Marktwert. Der aktuelle Marktwert beträgt, ich zeige es euch mal, damit ihr das seht, das sind 1728 Euro und hier seht ihr 1713 Euro. Also ist noch relativ nah dran, weil wir jetzt den 4. haben. Und ja, gut, also das Portfolio ist gewachsen. Der Portfoliowert, Marktwert ist um 56% gewachsen. Das ist natürlich super. Wie kam das zustande? Weil wir noch relativ am Anfang uns befinden von der Ansparphase und es im Prinzip zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, das Depot wächst prozentual sehr schnell. Das ist ein psychologischer Vorteil. Und das andere ist, auch die Dividenden wachsen am Anfang sehr schnell. Das kann ich euch mal zeigen. Und zwar habe ich hier noch die Helden der finanziellen Freiheit. Und da siehst du dann schön, dass das Dividendenwachstum gerade am Anfang sehr stark wächst. Das ist der Blog von Aktienfinder.net. Und hier werden momentan, also wenigstens im September, 44 Finanzblogger, ich nenne sie Finanzhelden, verfolgt. Da unten siehst du dann ihre Entwicklung über mehrere Jahre. Ab 2016 verfolge ich das nach. Und wenn wir jetzt einen Finanzblogger nehmen mit einem relativ niedrigen Marktwert noch, also hier dann den Finanzkoko, in dem Fall hat er angefangen im April 2018, also letzten Jahres, zu sparen. Und siehst du, dass die Dividenden am Anfang noch recht bescheiden sind, 2,36 €. Aber dann ist das Wachstum prozentual gesehen, fällt eben relativ hoch aus. Also hier das Doppelte wären dann etwas unter 5 Euro. Und es ist dann schon im Juni erreicht worden, ist dann schon eine Steigerung von 100%. Und dann von 5 Euro auf hier 10 Euro sind wieder 100% Steigerung. Wenn dann jetzt das aktuelle laufende Jahr noch dann dazu nimmst, dann siehst du, momentan liegt er bei 21,82 Euro Dividenden im September.
Das sind halt schöne Steigerungen, auch wenn du hier vergleichst dann das Vorjahr mit dem aktuellen Jahr des gleichen Monats immer, wie hoch einfach die Steigerungen sind. Das ist eine ganz motivierende Sache, weil gerade am Anfang eben steigt der Marktwert des Depots und steigen auch die Dividendeneinnahmen des Depots überproportional stark an, also prozentual gesehen. Das ist eine schöne Sache auch dann für die Motivation. Und den gleichen Effekt, den sehen wir hier, was auf den Marktwert bezogen, auf die Dividenden bezogen noch nicht. Aber immerhin, wir haben 1,39 € schon an Dividenden kassiert. Optionsprämie werden wir ja nicht machen. Das ist quasi ein Template, was auch ich benutze für mein eigenes Depot und da verkaufe ich auch Aktienoptionen. Aber das spielt hier keine Rolle. Wir sind hier ganz konservativ unterwegs. Was jetzt noch interessant ist, das ist vielleicht dann die Performance im Oktober. Der Oktober ist nicht schlecht gelaufen, auf die Indizes bezogen. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Der S&P 500 ist um 2% gestiegen, also der amerikanische Leitindex. Und unser DAX, der 30, der ist um 4,3% sogar gestiegen. Das gibt es auch noch hier nochmal als Chart. Siehst du hier, für das ist das quasi der Oktober. Und der geht dann bis hierhin. Zuerst sind die Kurse ein bisschen eingeknickt und dann sind sie aber wieder gestiegen. Und gucken wir mal, wie, und dann müssen wir hier hingehen, das ist wieder richtig, unser Standarddepot performt hat. Und dann siehst du, dass wir schlechter performt haben als die Indizes, und zwar um 0,5% ging es nach unten. Und jetzt ist die Frage, woher kommt das? Dann das Naheliegende ist, haben wir jetzt die falschen Aktien ausgewählt? Und da möchte ich dann beruhigen. Wir haben eine schlechtere Performance als der Markt zum ersten, weil wir Gegenwind bekommen haben durch den steigenden Euro, insbesondere gegenüber dem US-Dollar. Das könntest du auch hier sehen, wenn du hier Euro-US-Dollar eingibst, sollte eigentlich was kommen. Na, etwas zeitverzögert. Man muss ihm ein bisschen Bedenkzeit einräumen, dann kommt tatsächlich was, Euro-US-Dollar. Und Oktober, November, also das, und dann siehst du hier, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen hat. Da ging es dann immer mehr aufwärts. Und du hast am Anfang vom Oktober noch, also in Anführungszeichen, nur 1 US-Dollar und 9 US-Cent bekommen für 1 Euro. Und jetzt kriegst du halt Ende, wo sind wir hier? Ende Oktober hast dann ungefähr Pi mal Daumen 3 US-Cent mehr bekommen für einen Euro. Das heißt, der US-Dollar hat dann Wert verloren. Und dadurch hier der Gegenwind, das zum einen. Zum anderen, wir bezahlen ja immer 1,5% Gebühren für jede Sparplanausführung. Und es fällt gerade am Anfang in Bezug auf einen noch niedrigen Marktwert des Depots doch stark zu Buche. Da merkt man halt die 1,5% noch sehr stark. Also bei der allerersten Ausführung, wenn dein Depotwert noch 0 ist und du bezahlst 1,5% Gebühren, dann bist du sofort 1,5% hinten dran, also hinter dem Index sozusagen. Und das wird sich mit der Zeit immer bedeutungsloser werden, weil ja dann das bestehende Depot immer mehr wächst. Also der Marktwert ist irgendwann so groß, dass die einzelne Sparplanausführung, dass das Volumen der einzelnen Sparplanausführungen prozentual gesehen sehr niedrig ist im Vergleich zu dem bereits bestehenden Depot. Und die 1,5%, die auf die jeweilige Sparplanausführung angerechnet werden, fallen dann auch noch kaum noch ins Gewicht. Aber momentan spielt es eben noch eine Rolle. Das sind die zwei Faktoren insbesondere, die ich hier sehe, die eben zu dieser Underperformance geführt haben. Allein schon, wenn du hier die Währungsverluste wegrechnest, dann wären wir dann plus 2%. Und das wäre dann schon, wenn wir schon auf S&P 500 Niveau, können wir nochmal zeigen. Wir sind jetzt wieder im Standarddepot, das ist jeweils auf meinem Blog wachstumswerte.net. Also ich mache das jetzt alles ziemlich ausführlich, weil ich denke, dass viele von euch das sowas noch nie gesehen haben. Andere werden sich jetzt hoffen, vielleicht langweilen. Ich hoffe es nicht. Wir wollten jetzt nochmal kurz zeigen, Gewichtung nach Land und Region, dass wir eben viele Aktien haben aus dem US-Dollar-Raum. Und zwar insgesamt hier 71% des Marktwerts aktuell. Und die haben halt alle jetzt durch den schwächeren Dollar quasi an Wert verloren. Gut, dann
denke ich, wäre es das soweit hier gewesen. Dann kann man hier noch die einzelnen Positionen angucken. Jetzt habe ich hier gerade über das Starterpaket hinweggescrollt. Also, falls du noch mitmachen möchtest, es ist nie zu spät zum Einsteigen. Dann kannst du hier vom Starterpaket profitieren. Such dir den Online-Broker aus, stehen mehrere zur Auswahl, auch die Consorsbank. Wir haben das Ganze hier bei der Consorsbank. Und du kriegst noch 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder oben drauf. Gerade für den Anfang sehr hilfreich, weil du dann die einzelnen Aktien nochmal nachprüfen kannst. Du kannst das Ganze auch da unten bei den Videos. Nein, ich scrolle jetzt nicht da mehr hin. Also unten sind auch die ganzen Videos verlinkt. Alles auf YouTube. Die ganzen Aktienanalysen kannst du dann alle nochmal anschauen. So, hier aber die einzelnen Positionen unseres Depots. Da habe ich auch gerade heute Morgen noch ein bisschen rumgeschraubt, weil ich hatte bisher nur volle Stücke. Aber wir arbeiten ja hier mit Bruchstücken aufgrund der Ausführungen über Sparpläne. Amazon haben wir zum Beispiel 0,03 Aktien bisher im Depot nach, ich glaube, zwei Ausführungen. Und was hier jetzt interessant ist, wahrscheinlich insbesondere hier der Gewinn und Verlust. Und das siehst du dann hier. Bei American Tower ist noch nichts passiert, weil da gab es erst eine Ausführung quasi im Rahmen des letzten Monats, aber zum Anfang Oktober hatten wir noch nichts von, also gab es noch keinen Bestand, das siehst du hier, deshalb ist das hier noch leer. Aber alle anderen Aktien, da hatten wir schon Bestände drauf gehabt zum Anfang des Monats. Deshalb gibt es dann hier auch einen Gewinn und einen Verlust. Du siehst das bei Texas Instruments und McDonald's. Die haben die rote Laterne. Und da haben wir auch nachgekauft zur Mitte des Monats. Also du kannst die Sparpläne, wenigstens bei der Consorsbank, hast du die Auswahl, ob du die Sparpläne zum 1. eines Monats oder zum 15. eines Monats ausführst. Und du kannst dann auch einmal Käufe machen. Das heißt, dann werden die nur einmal ausgeführt und nicht regelmäßig, so wie ein Dauerauftrag. Und für Texas Instruments und McDonald's, da haben wir, nachdem die Aktienkurse gefallen sind, weil wir momentan in der Berichtssaison sind und der Markt hat etwas enttäuscht reagiert auf die Zahlen, dann sind die Kurse zurückgegangen und dann haben wir gesagt, okay, dann kaufen wir mal ein bisschen nach. Ich habe es gesagt und ihr wart nicht dagegen. Jedenfalls habe ich es getan und ich habe es auch deshalb getan, weil, das siehst du auch hier, wir noch ein bisschen oder ich noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante habe. Jetzt siehst du die Übersicht aller Sparpläne. Ich mache es mal ein bisschen größer. Und das siehst du hier, dass ich noch ein bisschen Geld habe, 751 Euro, weil jeden Monat kommen 500 Euro aufs Verrechnungskonto. Am Anfang, als wir das angefangen haben, das Starterdepot, da hatten wir ja noch nicht alle Sparpläne eingerichtet, sodass die 500 Euro nicht komplett verbraucht worden sind. Und das ist quasi der Rest. Vom Start des Starterdepots und den können wir jetzt, oder kann ich jetzt nach und nach noch verbraten über Einmalkäufe und damit habe ich jetzt angefangen mit Texas Instruments und McDonald's. Habe bei Texas Instruments ein bisschen mehr nachgekauft, weil ich einfach hier die Position angleichen wollte, also die Positionsgröße. Das siehst du übrigens hier bei den einzelnen Positionen. Da siehst du dann auch den Marktwert und wenn ich jetzt nach dem Marktwert sortiere, das ist dann hier. Dann siehst du jetzt Texas Instruments hier und vorher war das noch viel weiter unten und McDonald's ist hier. Genau, das waren so die zwei, die deren Aktien, deren Kurse ein bisschen eingebrochen sind. Bei allem anderen also es gab noch mehrere Aktien, die verloren haben, Unilever, Cisco Systems und so weiter. Hier siehst du auch immer, inwiefern Wechselkursveränderungen eine Rolle gespielt haben. Bei den US-Aktien natürlich entsprechend viel. Zum Beispiel wäre Home Depot eigentlich im Plus gewesen, aber weil der Dollar so schwach gewesen ist, sind sie jetzt halt doch im Minus. Das gleiche zum Beispiel für Johnson & Johnson. Und dann siehst du hier aber auch, dass es einige Aktien gegeben hat, die positiv abgeschnitten, die sich positiv entwickelt haben im Oktober. Insbesondere die deutschen Aktien hier, also Fresenius hatte zweistellig sogar zugelegt. Apple ist keine deutsche Aktie, ist eine amerikanische Aktie, hat relativ gut zugelegt, SAP hat zugelegt und so weiter. Ja, kannst du dir dann auf dem Blog nochmal in Ruhe anschauen. Gut, dann würde ich im Prinzip sagen, also momentan gibt es jetzt keine Nachkäufe, die ich geplant habe. Vielleicht
noch eins, ein bisschen bin ich kritisiert worden zum Nachkauf von Texas Instruments. Hier haben wir auch den fairen Wert von Texas Instruments. Im Aktienfinder sind wir jetzt. Und da siehst du, dass der faire Wert von Texas Instruments, also dass Texas Instruments auch relativ hoch bewertet ist. Ich habe trotzdem hier schon nachgekauft. Falls die Aktie halt nochmal 10% oder 50% einbricht, dann würde ich dann nochmal nachkaufen, vermutlich. Du siehst hier auch immer die Kursentwicklung zum letzten Monat. Und ich würde es jetzt einfach so machen, dass wenn der Aktienkurs hier nochmal stark einbricht von der Aktie, dann würde ich dann euch sagen, okay, könnt mir vorstellen, letztes Mal hier nochmal einen Nachkauf zu machen bei der einen oder anderen Aktie, die eben nochmal halt Federn gelassen hat. Ist jetzt hier aber nicht der Fall, denn McDonald's und Texas Instruments, da haben wir uns schon drum gekümmert. Und American Tower haben wir ja jetzt gerade erst gekauft. Das heißt, da haben wir schon profitiert vom Kursrückgang. Und dann Diageo mit knapp 4%, das lohnt sich erstmal nicht. Das heißt, momentan gibt es nichts zu tun. Aber wenn wir dann im nächsten Monat wären und ich hätte nicht eh schon zum 15. nachgekauft und dann wird eine Aktie relativ stark federn gelassen haben, dann würden wir das hier auch nochmal sehen und dann könnte ich euch das sagen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr hier über den Preisalarm. Ich habe die jetzt alle rausgelöscht. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt kein Mikromanagement machen. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt, wenn ihr ein eigenes Aktiendepot habt. Ich mache das dann einfach so und würde es dann auch euch entsprechend kommunizieren auf YouTube in diesem Community-Tab. Ich denke, das kriegt ihr alle relativ gut mit. Jedenfalls kommt da immer ziemlich viel Feedback, wenn ich da was reinschreibe. Das finde ich auch gut so. Ja, so sieht das Standarddepot aus. Das war quasi das Update. Ihr seht ja hier den aktuellen Stand. Wie gesagt, ist auf meinem Blog wachstumswerte.net. Könnt ihr euch alles in Ruhe angucken. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.